Hallo, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Montag, der 22. Juli. Wir haben 16:52 Uhr. Die Börsen sind noch im vollen Gange. Das ist mir aber egal. Ich möchte über TUI einen Clip machen. Und ich muss halt mal ein bisschen die Optik wechseln, denn ich habe hier Probleme mit meinem Mac. Ich bin ja Mac-User und da gab es Probleme. Deswegen muss ich jetzt in dieses Chart-Tool gehen. Das ist der Chart von TUI und zwar im runden Jahreschart. Also der ist vom Juni letzten Jahres. Da lagen sie ja um die 20 rum und sind dann runter verprügelt worden bis ganz knapp unter 8. Das ist schon heftig. Jetzt kommen die Meldungen, dass Boeing Rückstellung gebildet hat für Schadensersatzzahlungen und man geht davon aus, mit Recht, dass TUI auch von diesen Zahlungen profitieren wird. Dadurch, dass dieser, ich glaube, es war der 737, nicht fliegen durfte, musste TUI einiges im Flugplan ändern und das hat also richtig, richtig Geld gekostet. Und jetzt hält sich das alles wieder ein bisschen auf, weil da Schadensersatzzahlungen kommen können. Es ist mir natürlich eins klar, die einen wollen nur 10 zahlen und die anderen wollen 50 haben und irgendwo wird man sich dann in der Mitte mal einigen und das wird auch eine ganze Zeit lang dauern. Aber egal wie, Folgendes passiert bei TUI. Wir haben also hier den Trend vom 15.06. letzten Jahres und den brechen die gerade. Ja, ich kann den schön aufsetzen. Der hat 2, 3, 4, 5, 6 Berührungspunkte und ich kann den schön aufsetzen. Von daher, wir haben hier nochmal um die 20 Tage, die hier rum oszilliert und gehen jetzt durch. Wir haben noch nicht den Schlusskurs. Das sind noch 35 Minuten. Aber nach allem, was ich so auf charttechnisch schaue, sieht das gut aus. Wir haben hier einen guten Boden gebildet unter der 8. Wir brechen diesen Downtrend. Wir brechen im Moment zumindest das obere Band. Wir gehen über das letzte Zwischenhoch, über das letzte kleine Zwischenhoch. Und das nächste liegt hier. Da. Bei 10,28. Das ist also ordentlich Platz. Jetzt sind die TUI schon von Freitag von 8,47 hochgestiegen auf 9,29. Das ist schon mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Aber eigentlich, nach meinem Erfahrungswert, geht es jetzt erst richtig los. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum die jetzt nicht weiter steigen sollten. Oszillator ist fein, ja, und das MACD ist fein. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Einen Stop, der wird einem auch ganz klar gegeben. Der liegt hier etwas unter 8, aber ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen. Ich habe folgende Scheine herausgefunden, die ganz gut sind. Ich habe sie wieder verglichen. Goldman hat da mit den anderen Mitemittenten gutes Pricing, wirklich gutes Pricing. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Der eine ist der hier, das ist ein 8,33er. Hat im Moment einen, naja, nicht ganz 10er Hebel. Und das ist die Kennnummer GA8YL1. 8,33, da liegen wir also hier etwas drunter. Da. Wem das zu heiß ist? Es ist ein 10er Hebel, das ist, ich finde es absolut akzeptabel. Der kann sich den Film mal anhalten und hier andere raussuchen, die es hier auch gibt. 8,12er, 8,11er. Und es werden garantiert morgen auch heißere Dinger, so mit Basis 8,80 emittiert werden. Da bin ich mir ganz sicher. Da steckt ein gewisser Automatismus dahinter. Ich habe mich heute hier und jetzt, weil das ist der höchste, den ich gefunden habe, für den hier entschieden. 8,33. Und nochmal GA8YL1. 8,33, das Risiko nehme ich. Ich finde, das sieht gut aus. Das ist ein ganz frischer Trendbruch. Die Story stimmt, das passt. Sie sind ordentlich verprügelt worden und sind meines Erachtens nach, ich mache das hier mal weg, jetzt auch reif für eine Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegung, ich fantasiere ein bisschen, kann locker gehen hier in den Bereich 13 bis zu diesem Gap hier. Ich nenne gar keinen Put. Ich halte das Risiko für hier unten völlig für limitiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.